Ich habe hier auf meiner Homepage zwei Möglichkeiten dargestellt. Es gibt einmal einen Weg über ein Plugin VPVR-View von Alexander Tumanov. Oder aber es gibt auch eine andere Lösung von Marzipano. Da gab es eine Rückfrage. Der Steffen hat gefragt, wie das genau funktioniert. Er ist mit der Anleitung hier nicht zurechtgekommen und deshalb will ich das einfach mal machen. Ihr braucht also ein Foto, das Foto natürlich abspeichern und dann geht ihr hier auf die Seite von dem Anbieter. Ich mache hier mal ein neues Fenster auf. So sieht die Seite heute aus. Ich drücke auf das Tool, sage okay, wähle ein Bild aus. Ich habe das Bild hier mal unter Dokumente, unter Downloads hingelegt. Das soll das Bild sein, was jetzt in die Homepage eingebunden werden soll. Der berechnet hier ein paar Flächen. Und wenn der fertig ist, erscheint hier oben ein Button Export, der ist dann auf grün. Das ist auf grün, ist jetzt auf grün. Und man kann das Ding jetzt runterladen. Ein ZIP-Archiv, das mache ich. Okay. Gehe in den Datei Explorer, da ist das ZIP-File. Und hier, das ist das App-File, was ich hochladen muss. Jetzt gehe ich nur in FTP hin, erzeuge einen Unterordner und lade diese Files hier hoch. Das Ganze wird hier entpackt. Ich kann das ja einfach mal in diesem Ordner hier machen. Alle extrahieren, hier hin. Jetzt habe ich den unter Downloads Projektordner diese App-Files hier. Jetzt wechsle ich zum FTP-Programm und verbinde mich mit der Homepage. Dann lege ich meinetwegen hier ein neues Verzeichnis ein, Temp 1. Temp 1 soll jetzt genutzt werden, um das hochzuladen. Jetzt muss ich es mal eben suchen. Hier sind wir jetzt in dem entpackten Ordner. Alles markieren, rüberschieben. Das dauert einen kleinen Augenblick. Da ist er fertig. Jetzt habe ich das hier hochgeladen. Jetzt gucken wir uns wieder die Beschreibung an. Bilder hochladen. ZIP-Datei heruntergeladen haben wir gemacht. Wir haben sie entpackt und wir haben alles hochgeladen. Und jetzt heißt es nur noch, binde das ein. Ja, das war es dann eigentlich schon. Dann drückt man hier auf Aktualisieren und wir gucken uns mal an, ob sich jetzt hier unten auf dieser Seite ein... Oh, da ist es auch schon. Hier sieht man jetzt die Straßenbahnhaltestelle vor dem Bremer Flughafen. Oh, das war's.